werte Kolleginnen und Kollegen. Nach dem sehr aufregenden Anfang dieser ganzen Debatte ist ja doch ein bisschen mehr Sachlichkeit und Ruhe in dieses ganze Antragsverfahren jetzt hereingekommen. Und ich denke, wir sollten jetzt auch zu diesem Antrag ganz konkret sprechen. Ich fand schon toll, wie viele Leute unserem Landesparteitag gefolgt sind, aber ich denke, wir werden heute am letzten Tagesordnungspunkt, werden wir da sicherlich genug Gelegenheit haben, darüber uns noch auszutauschen. Und nach den Schwerpunkten Kita und FAG und Digitalisierung wird jetzt einer unserer Hauptschwerpunkte natürlich die Bildung sein. Und man kann es auch nicht vorwerfen, dass wir für Bildung in den letzten Jahren nichts getan haben. Ich möchte bloß an die letzte Legislaturperiode erinnern, wo wir zusammen mit dem Koalitionspartner das 50-Millionen-Paket entwickelt haben und andere Sachen, wesentliche Verbesserungen für unser Schulwesen. Und jetzt möchte ich ganz konkret zum Antrag kommen. Der Antrag, der Titel lautet Aufbau Ost, Schulen im ländlichen Raum sichern, gleichwertige Lebensbedingungen im ganzen Land sichern. Er umfasst einen Teil der immer wieder verkehrenden Forderungen der Fraktion Die Linke. Und da muss ich erstmal fragen, worauf bezieht sich erstmal Aufbau Ost? Ist damit das ganz Ostdeutschland gemeint, also Mecklenburg-Vorpommern, oder wir sind nur für Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich? Der Osten des Landes, wir müssen Aufbau Ost, der Osten des Landes, wenn wir so die A19 nehmen, dann wären es die Landkreise Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte. Dann stellt sich natürlich die Frage, gibt es keine kleineren Schulen im Landkreis Rostock, Nordwestmecklenburg bzw. Ludwigslust-Parchim? Oder sind damit alle untermaßigen Schulen im Land gemeint? Es gibt eine ganz klare, Sie müssen den Antrag sich durchlesen, es gibt eine ganz klare Botschaft der Regierungskoalition und das sagt eindeutig aus, wir wollen das Schulnetz im Land nicht weiter ausdünnen. Das war eine ganz klare Sache und die Schülerzahlen, das stimmt, nehmen in den letzten Jahren leicht zu und das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Und die Absenkung der Schülerzahlen würde in dem Falle jetzt absolut nichts bringen, sondern nur noch den Wunsch erhöhen, vielleicht wieder neue Schulen aufzumachen. Und da kann natürlich wieder die Gefahr bestehen, wenn wir dann wieder runterrutschen, dass wir dann vielleicht wieder zu Schulschließungen kommen müssen. Das viel größere Problem bei der Planung sind jetzt eigentlich im Augenblick nicht die fehlenden Schülerzahlen, sondern eher die fehlenden Lehrerinnen und Lehrer. Das Problem zu lösen, das Lehrerproblem zu lösen, ist natürlich eine Sache, wir brauchen Fachpersonal an den kleineren Landschulen. Auch dort muss jedes Fach abgesichert werden. Und wenn wir junges Lehrerpersonal oder insgesamt Lehrerpersonal dorthin haben wollen, dann heißt das bei kleineren Schulen entweder, die Lehrer müssen auch fachfremd unterrichten oder es heißt auch, dass die ein Fachlehrer beispielsweise an mehreren Schulstandorten sein müssen. Und dass das ein Problem ist für junge Lehrer, die da gerade in Beruf starten wollen, ist natürlich ein Riesenproblem. Und dann kommt noch dazu, bei fehlendem Personal durch Krankheit, Fort- und Weiterbildung, Schulleiterfortbildung, ist natürlich in der kleinen Schule eine Vertretung sehr schlecht organisierbar und oder sehr schwer organisierbar. Und das ist natürlich auch ein Problem. Dazu kommen dann auch noch die dementsprechenden Aufsichten, die auch organisiert werden müssen. Wir müssen das Lehrerpersonal erstmal für den ländlichen Raum gewinnen. Nur mit Abordnung kann man eine Schule nicht gestalten, das muss man so deutlich sagen. Und wir müssen natürlich Anreize für Referendare und für junge Lehrerinnen und Lehrer dort auch schaffen. Aber ich denke, wir werden heute Abend sicherlich noch Gelegenheit haben, uns darüber auszutauschen. Also eine Absenkung der Schülermindestzahlen bringt erstmal in diesem aktuellen Sachverhalt überhaupt nichts. Und deswegen sehen wir auch keine Notwendigkeit für diesen Punkt Römisch 2, Arabisch 1. Zu den Außenstellen der beruflichen Schulen. Dem stehen wirklich viele Punkte entgegen. Die Schulträger, also die Landkreise, haben wirklich vor einigen Jahren eine Struktur entwickelt. Und ich kann das bloß von meinem Heimatlandkreis Mecklenburgische Seenplatte berichten. Herr Reinhardt, wir haben ja da etliche Punkte auch mit dem Ministerium, auch mit dem kreislichen Schulträger dort diskutiert. Und er hat wirklich sehr akribisch gearbeitet und er hat zum Beispiel auch mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald über Kreisgrenzen hinweg gearbeitet und eine Berufsschulstruktur entwickelt, die überwiegend ja auch akzeptiert wird. Und vor kurzem war ich auch mit Ministerin Hesse bei uns an einer beruflichen Schule in Neustrelitz. Nach einem Schulrundgang und bei den Schulbesuchen, die ich immer so durchführe, und ich bin viel unterwegs auch an Schulen, kann ich immer dieses Gespenst von maroden Schulen bei uns im Land überhaupt nicht feststellen. Und auch in Neustrelitz an der beruflichen Schule ist ein guter Sanierungszustand, auch ein guter technischer Zustand.
dass man da wirklich kann, dass da gute Arbeit geleistet werden kann. Und wir hatten eine tolle Gesprächsrunde mit dem kreislichen Schulträger, mit den Partnern der Schule. Und da haben wir uns wirklich auch ausgetauscht. Und diese Schule hat auch eine Außenstelle, in diesem Fall der Min. Natürlich gibt es da unter Verbesserung in der Zusammenarbeit, aber trotzdem funktioniert diese berufliche Schule gut. Und im Koalitionsvertrag unter Ziffer 248 steht eindeutig, diese Struktur der beruflichen Schulen sollen auch langfristig erhalten werden. Ferner müssen auch die Punkte beachtet werden. Wir wollen regionale berufliche Bildungszentren weiterentwickeln. Die Wirtschaft fordert natürlich zu Recht eine gute Ausbildung. Bei noch kleineren Einheiten wird das eher schwierig. Und dann dürfen wir auch eins immer nicht vergessen, die Kosten für die Schulträger und auch für das Land muss man bei dieser ganzen Betrachtung auch im Auge behalten. Und ich weiß ganz genau, die Wirtschaft fordert auf der einen Seite natürlich die bestmögliche Ausbildung, aber auf der anderen Seite möglichst auch die Ausbildung vor Ort oder ganz dicht bei. Das kriegt man bei uns im Flächenland. Und wir haben über diesen Schülerrückgang von über 70.000 auf unter 30.000 natürlich schon darüber berichtet. Uns ist wirklich gelungen, in der letzten Legislaturperiode, wenn wir die A19 nehmen, dass das Land in Ost und West mehr oder weniger teilt, im östlichen Landesteil eine fast ähnliche Berufsschulstruktur zu entwickeln wie im westlichen Teil. Das war vorher ganz anders vorgesehen gehabt. Da sollte es mehr oder weniger nur im westlichen Teil dort konzentriert werden. Und viel wichtiger bei der ganzen Diskussion ist, wo kommen nachher die zukünftigen Landesfachklassen hin? Und da kann man natürlich auch berufsschulische Standorte stärken bzw. auch schwächen. Also der Punkt Römisch 2.2 können wir dementsprechend auch nicht zustimmen. Der nächste Punkt haben wir auch schon gehört, der ist in Bearbeitung durch das Ministerium. Da will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Und zum kostenlosen Schülerticket, da haben wir auch schon oftmals hier in diesem Plenum diskutiert. Herr Reinhardt hat es aus seinem Beispiel gesagt, es wird kein Bus mehr fahren, trotz dieser enormen Kosten, die auf uns zukommen. Wir stehen vor großen Herausforderungen im Bildungswesen, da wollen wir uns gar nicht drüber hinter verschließen. Wir müssen uns genau überlegen, wo wir die Schwerpunkte setzen. Ich denke, wir werden heute Abend sicherlich dazu Gelegenheit haben. Heute lehnen wir diesen bunten Strauß an Forderungen ab. Und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.